Logos brauchen ein Design. Das ist vielen bekannt. Was weniger bekannt ist, auch Buchstaben brauchen Design. Das nennt sich dann Typografie. Und Firmen wie ABB, Amazon, Netflix oder BBC setzen, wenn es um ihre Schriftzeichen geht, auf einen Schweizer, nämlich auf Bruno Marc. Dublin. Hier findet einer der wichtigsten Kongresse der Grafikerbranche statt. Ein Highlight: der Workshop mit Bruno Marc. Der Grafiker verließ die Schweiz vor 30 Jahren. Heute gehört sein Unternehmen zu den Marktleadern. Wenn er über Schriften spricht, gerät er ins Schwärmen. Behandelt es wie einen lebenden Organismus. Euren Liebhaber, eure Kinder, das Ganze ist immer in Bewegung. Darauf müsst ihr reagieren. Das ist das Wunderbare daran. Für mich Typografie ist die erste Liebe in dem Sinne. Also man kann es nicht anders sagen. Für mich ist die Welt von Schwarz-Weiß, von geraden Strichen, von Kurven, das ist so schön tief. Und das in einem Workshop können weitergeben. Und in dem Sinne auch die Qualität vom Detail können weitergeben. Well, traditionally, if you think of calligraphy. Was Marc sagt, findet in der Branche Gehör. Der 56-jährige Schweizer hat viele Fans unter den Nachwuchsgrafikern. Zeige, dass da eine Idee, eine Absicht dahinter steckt. It's deliberate. Hierher zu kommen und unterrichtet zu werden von einem so respektierten Mitglied der Branche ist eine tolle Erfahrung. Er ist eine Legende. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Was er für die moderne Schriftenwelt getan hat, ist einfach unglaublich. Marc und seine Mitarbeiter haben unter anderem die Schrift entwickelt, die auf allen Kindles von Amazon zu lesen ist. Schrift in der digitalen Welt, darauf hat er sich spezialisiert. Buchstaben sollen nicht in erster Linie Kunstwerke auf Papier sein, sondern jede Linie dient der Leserlichkeit. Beispielsweise bei den Auftritten des britischen Medienhauses BBC. Wir haben nicht viel Platz auf den Bildschirmen. Das limitierte uns, wie groß oder klein wir Schrift verwenden konnten. Die Firma Dalton Marc hat beispielsweise dieses clevere Q entwickelt, welches nicht unter die Leselinie geht. Dadurch können wir die Schrift auch sehr groß einsetzen. Diese kleine Veränderung macht einen großen Unterschied aus, wie viel Information wir auf den Bildschirm kriegen und dennoch leserlich bleiben. Bruno Marc denkt bei aller Kreativität vor allem pragmatisch. Kritiker werfen ihm vor, er sei zu wenig kreativ. Es gibt viele in unserer Industrie, die das Gefühl haben, ja, wir sind Künstler, wir müssen uns kreativ äußern und wir müssen da expressiv sein. Aber das ist gut, wenn es angebracht ist und wenn es dem Kunden seine Probleme löst. Aber das ist nicht die Lösung für jeden Kunden. Auch der Schweizer Industriekonzern ABB in Oerlikon gehört zu seinen Kunden. Bruno Marc ist zur Nachbesprechung angereist. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bruno Marc. ABB hatte bisher Schriftlizenzen gemietet. Das kostet jährlich mehrere 10.000 Franken. Nun hat der Konzern erstmals eine eigene Schrift gestalten lassen, in allen wichtigen Sprachen. Ich habe das ja anfangs viel kritischer gesehen, ehrlich gesagt, als das Projekt losgegangen ist, da wir natürlich auch verschiedene Optionen uns angesehen haben. Asiatische Schriften gestalten, die tausende Zeichen enthalten, ist aufwendig. Das kostet rasch das Dreifache einer hiesigen Schrift. Das heißt, mehrere hunderttausend Franken und nur wenige bieten es an. Also es gibt gar nicht so viele wirkliche Player in dem Bereich. Und gerade wenn es darum geht, auch international und die verschiedenen Kulturen und Schriften, die da eine Rolle spielen, abzubilden, da wäre er einfach auch in Gesprächen, die wir mit vielen Kollegen hatten, ganz oben. Weltkonzerne wie ABB kommunizieren heute selbstverständlich in Arabisch, Chinesisch oder Japanisch. Gestaltungsideen müssen auf alle möglichen Alphabete der Welt übertragbar sein. Dieses Know-how ist bei internationalen Unternehmen wie Netflix, Facebook oder Airbnb gefragt.
Allesamt Kunden. Sprachübergreifend und digital sind die Schlagworte für seinen Erfolg. Hier in London entstehen die neuen Schriften. Bruno Marc beschäftigt 50 Mitarbeiter und setzt knapp 6 Millionen Franken pro Jahr um. To a degree, this is also the problem with design. It's very intangible and it's highly subjective. Die Grafiker kommen aus 15 verschiedenen Ländern, auch aus der Schweiz. Das Unternehmen hat Ableger in Südamerika. Es ist ein junges Team. Was sie am Computer gestalten, kann Bruno Marc schon lange nicht mehr. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren ich kaum mehr im Buchstaben bezeichnet habe. Also ich widme mich eigentlich hauptsächlich ums Geschäftliche und mein Auftrag jetzt innerhalb des Geschäfts ist hauptsächlich außerdienstlich. Er überträgt seinen Mitarbeitern rasch viel Verantwortung. Damit sie die gewünschte Qualität erbringen, hat er eine helvetische Idee adaptiert. Das ist eigentlich das, was wir Schweizerisch haben, da bei uns, wo jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, zuerst einmal durch eine dreimonatige Anlehre gehen muss. Das lohnt sich sehr für uns. Es ist natürlich klar eine rechte Investition, weil dann der neue Mitarbeiter ist überhaupt nicht produktiv eingesetzt, sondern wirklich der Ausbildung gewidmet. Aber wir merken, dass das innerhalb von 6 bis 9 Monaten sich das wieder zurückzahlt. Einer der schönsten Momente des Tages sei für ihn die Mittagszeit. Bruno Marc pflegt die familiäre Stimmung. Er selbst unterhält gern, hält aber keine Vorträge. Ich habe ihn nie als Chef gesehen. Er ist eher das Aushängeschild der Firma, aber kein Boss. Und vielleicht von der Arbeit her an sich ist es auch so, dass wir relativ eigenständig arbeiten können, dass wir eigentlich auch nicht einen Chef brauchen, der uns im Tagesgeschäft quasi auf die Finger schaut, sondern der für uns da ist und rausgeht und Arbeit besorgt. Vor 30 Jahren startete im Londoner Stadtteil Brixton sein Abenteuer. Nun denkt der 56-Jährige langsam ans Loslassen seiner ersten Liebe, um Zeit zu haben für seine zweite, das gute Essen. Es ist ja eigentlich noch gut, mein Sohn, der ist ja gelehrter Koch. Der lebt zwar im Moment in Toronto, mal schauen, wie lange er noch dort lebt. Aber vielleicht können wir miteinander beides aufmachen in ein paar Jahren. In Ruhestand kommt gar nicht in Frage, da würde ich durchdrehen. Auch sein nächstes Abenteuer möchte Bruno Marc wieder in London starten. Die Stadt brachte ihm Glück.